Hallo Halli, ich bin's wieder. Flipperstein Schmatz, der alte Knack aus dem rostigen Corona-Städtchen in Eckbach im Wienerwald. Ich stehe heute hochelanisch. Ich sage euch dann gleich warum. Doch zuerst die Zahlen und Fakten zur aktuellen Covid-19-Situation, aka Coronavirus, in Österreich. Es ist der 11.07.2020, Stand 16 Uhr. Das geht nicht, da müssen wir aktualisieren. Da werden wir es aktualisieren. Das kann nicht mehr aktuell sein. Ich stehe in der Küche, denn hier steht die rote Grütze. Ich drehe euch da mal das Licht auf. Also rote Grütze. Schaut mal, das ist das sogenannte Rübenrisotto meiner Frau. Und das wärme ich mir jetzt auf, denn ich war fleißig und war gerade bei einer netten Kundin und einem netten Kunden. Und wir haben höchstpersönlich das WLAN aktualisiert, neu in Betrieb genommen. Von und zu überhaupt und super toll und super genau und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das wird sehr spannend mit WLANs über Netzwerkleitungen, die nicht von mir sind. Das ist manchmal nicht so einfach. 11.07. Stand 17 Uhr. Es wurden 18.772 Personen positiv getestet. Das sind plus 86. Insgesamt wurden 691.709 Testungen durchgeführt. Das sind plus 8.225. Es sind 1.213 Kranke inklusive Spital, das sind plus 18. Es sind 681 Verstorbene unverändert. Es sind 68 Personen im Spital ohne Intensiv, das sind minus 3. Und 9 Personen auf der Intensiv, das ist unverändert. So, jetzt rühren wir da die schönen roten Rüben mal um. Meine Frau ist so geschickt, die tut da so viel, die gibt da so viel Käse mit hinein, dass das wieder lecker wird. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe heute in der Früh etwas Müsli gefrühstückt. Dann lange nichts. Dann eine Banane. Und jetzt schon urlange nichts. Und es ist 17.48 Uhr, also 18 Uhr fast. Und das ist also 12 Stunden ohne feste Nahrung. Puh. Leute, der alte Knacker. Kannst du sagen. Naja. Also, heute Vormittag habe ich festgestellt, es ist gar nicht besonders heiß und bin sofort raus zum Holz und habe selbst persönlich alle Gitterwagerl voll gesägt. Das heißt, es gibt jetzt kein Gitterwagerl mehr, das leer ist. Das Leerste ist jetzt, dass das hier steht. Das ist das Gitterwagerl von und zu Sommer. Also, und da draußen ist der Holzhaufen und das ist noch von ihm da. Und ich habe keine Ahnung, wo ich diese Holzhaufenreste hin tun soll. Aber ich will sie definitiv dort weg haben. Das ist schon mal fix. Nur wohin? Vielleicht ins Schlafzimmer. Ja, Agnes, hast du gehört? Das restliche Holz kommt ins Schlafzimmer. Hahaha, macht sie. Ja. Und ich bin erfolgreich. Ja, und dann bin ich ins Büro gegangen und dann ruft die nette Kundin an und sagt, ja, ich bin fertig, wir können loslegen. Ich war waschelnass, bin noch schnell unter die Dusche gehüpft und habe noch eine Fernwartung bei einem netten anderen Kunden gemacht. Der hat immer wieder so Probleme mit optischen Einstellungen. Ältere Menschen tun sich mit diesem neuen Windows-Klumpert schwer, so wie ich. Ich tue mir auch schwer mit diesem Windows-Klumpert, von wegen hohe Kontraste und so. Und vor allem ist alles so leicht einzustellen und mit einer Tastenkombination, mit einem falschen Klick und ganze Windows ist Katastrophe. Früher gab es mal einen PC-Sheriff, mal schauen, ob es das noch gibt. Das würde das ein bisschen in den Griff kriegen. Oder wenn man das irgendwie Kennwort schützen könnte, ne, dann würde man ein Kennwort eingeben, würde sagen Suppenkasper 23 und wer das Suppenkasper 23 nicht weiß, der kann das nicht machen. Hunger ist der beste Koch. Und meine Frau ist der zweitbeste Koch. Köchin. Der Hunger ist der beste Koch und meine Frau ist die beste Köchin. So machen wir es. Ja, dann habe ich da im WLAN geschraubt und habe ein paar SSDs verbaut und hoffe, dass das jetzt alles geschmiert läuft. Morgen werde ich per Fernwartung die zwei Kunden, die ich gestern und heute gemacht habe, noch fertig machen. Und dann schauen wir mal. Ja, wie geht's euch? Regen gut überstanden? Waschen nass war ich von oben bis unten. Bin sofort unter die Dusche. Und die Sonne hat es tatsächlich geschafft, das Wasser so weit zu erwärmen.
dass ich nicht gefroren habe unter der Dusche. Das war schon was. Und ich mache das heute ganz kurz, denn ich bin hungrig. Ich will das jetzt sofort essen, von uns über. Deshalb mache ich schon wieder Schluss. Ja, nichts Aufregendes heute. Wenn ihr was Aufregendes wollt, schaut euch nochmal dieses langen Lebern-Floh-Video an. Das war lustig mit den Biobauern. Und wir sehen uns morgen. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann da drüben im Mädchen-Kinderkram, aber wahrscheinlich niemals dann.